Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist mit einer neuen Frage hier aus dem Zuschauerbereich. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest, die ich hier beantworten soll im Video, dann schreib mir gerne deine Frage auch gerne mit Situationsbeschreibung an frauenansprechentipps@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Beschreibung und dann werde ich schauen, ob deine Frage hier zu diesem Inhalt passt und vielleicht ist deine Frage dann als nächstes hier bei mir dran. Also, wir haben heute eine weitere Frage von, ich nenne ihn einfach mal Peter. Und ich habe diese Frage ausgesucht, weil das so eine Sache ist, die ich immer wieder auch mit Coaching-Teilnehmern habe. Es kommen immer wieder Coaching-Teilnehmer zu mir, die ebenfalls an diesem Punkt sind. Und deswegen für alle Leute da draußen, die vielleicht oder auf die das noch zutrifft, hier einmal eine Frage und ich möchte einmal über dieses Thema reden, weil das macht vielen Männern Sorgen, das stört viele Männer, viele jüngere Männer, aber auch ältere Männer und deswegen werden wir das heute mal durcharbeiten. Und zwar schreibt der liebe Peter: Hallo Tim, ich bin fast 20 und hatte noch nie Sex mit einer Frau. Erster Kommentar, das ist jetzt nicht besonders wild, du bist fast 20. Da habe ich ganz andere Leute kennengelernt, beziehungsweise kenne ich ganz andere Leute. Ich selber habe in meinem Freundeskreis noch zwei gute Freunde von mir, die ebenfalls noch mit keiner Frau geschlafen haben und auch in meinem Alter sind, also so um die 27 rum. Von daher, das ist jetzt erstmal gar nicht so besonders schlimm, ne? Das nur mal an der Stelle. Ich sehe eigentlich nicht unbedingt schlecht aus, jedoch ist das Problem, dass ich erstens keine bzw. wenig Frauen kennenlerne, das ist natürlich ein Problem. Und die Frauen, die ich kennenlerne, sind nicht wirklich attraktiv. Ja, ist natürlich auch blöd, wenn man Frauen kennenlernt und sie gefallen einem nicht wirklich, dann klar, ist natürlich eine doofe Sache. Wenn ich mal auf eine Frau treffe, die ich attraktiv finde, dann weiß ich absolut nicht, wie ich das Gespräch sexualisieren soll. Auch hier gar nicht komisch und kein Stress. Du hattest eben noch nie Sex, du bist in diese Richtung noch nie wirklich vorgestoßen. Und das ist generell so, dass die Leute, die dann noch Jungfrau sind, eben nicht so richtig wissen, wie sie sexualisieren sollen, weil sie sich gar nicht so richtig trauen, die Sexualität in ihnen mit ins Gespräch zu nehmen. Aber das wirst du mit der Zeit lernen. Ich gehe aber gleich noch genauer darauf ein. Des Weiteren sollte es mal soweit kommen, wüsste ich nicht, wie ich einer Frau näher kommen soll. Vielleicht hört sich das für dich komisch an, aber ich weiß nicht, wie ich eine Frau küssen soll, beziehungsweise habe ich Angst, etwas falsch zu machen und mich zu blamieren, da ich es noch nie gemacht habe. Und das ist ganz witzig, weil das kenne ich von mir selbst. Ich war ja früher, du kennst es aus meinen Erzählungen, selber nicht so erfolgreich mit Frauen, als ich 14, 15, 16 so in dieser Gegend war, 17. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, wie irgendwas funktioniert. Und ich erinnere mich daran, wie ich schon öfter mal mit Frauen so gekuschelt habe. Wir mochten uns wohl, aber ich hatte noch nie eine Frau geküsst und ich habe mich nicht getraut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir wirklich gedacht, wie macht man das? Und ich habe versucht, das mit meiner Hand zu üben oder so. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe nicht gecheckt, wie das funktioniert. Und so habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten tatsächlich liegen lassen. 2 Jahre lang, bis ich dann irgendwann mal mich getraut habe, die erste Frau zu küssen. Dann ist so ein bisschen, das Ganze ist dann so ein bisschen zusammengebröckelt, meine Angst. Und dann ist das Ganze relativ schnell, relativ oft passiert. Und das ist übrigens so eine Sache, das ist so eine Entwicklung, die sehr oft so ist, dass wenn du es dann einmal hattest, dass dann sozusagen so eine Mauer einbricht und das ist dann relativ einfach und oft passiert. Und da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir zum letzten Teil deiner Mail kommen. Also ich kenne das auch von mir selbst. Ich hatte das, wie gesagt, auch. Das hat mich 2 Jahre gekostet. Ich hätte es einfach nur machen müssen und es war dann auch gar nicht so wild. Wenn du es machst, findest du raus, wie es funktioniert und so schwierig ist es tatsächlich nicht. Aber beim ersten Mal Sex war das was anderes. Das war relativ entspannt für mich. Da war ich aber auch mit meiner Freundin zusammen und wir haben das zusammen eigentlich sehr entspannt gemanagt, sage ich mal. Von daher, das war nicht so das Ding. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, gerade mit dem Küssen. Von daher, hey, das kenne ich auch, ne? Und ich glaube, jeder von uns kann da irgendwie zu relaten, sage ich mal. Und da die meisten Männer in meinem Alter schon Sex hatten und eine Frau geküsst haben, ob die meisten Männer in deinem Alter 20 schon Sex hatten, da würde ich nicht drauf wetten. Schon viele ja, aber auch viele noch nicht. Geküsst, das wahrscheinlich schon. Erwarten die Frau eventuell, dass ich ein Stück weiter bin, beziehungsweise der Mann weiß, was er macht. Ich habe Angst, dass ich in diesem Teufelskreis für immer bleibe und irgendwann mit 30 immer noch Jungfrau bin, da es mit zunehmendem Alter immer komischer wird, sexuell unerfahren zu sein und keine Frau dafür Akzeptanz hat. Es verhält sich dann ungefähr wie mit Geld, denn die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Sehr gut ausgedrückt. Und hier an der Stelle sieht man auch das große Problem, was Männer meistens haben, wenn es um dieses Jungfräulichkeitsthema geht. Nämlich, dass sie sich wirklich viel zu viel Stress machen. Also du machst dir viel zu viel Stress. Erstens, du bist 20, das ist halt, du bist einfach noch jung. Ich habe regelmäßig Leute in meinen Coachings, die 30 und über 30 sind, die noch Jungfrau waren oder Jungfrau sind und mit denen ich dann arbeite und die dann auch ihre Jungfräulichkeit irgendwann verlieren. Zweitens, die Jungfräulichkeit
Zugehörigkeit zu verlieren ist überhaupt nicht so eine Riesensache, aber man kann natürlich eine riesige Sache draus machen und ich kann das nachvollziehen, okay? Wenn man das nicht hatte, ist es zwar eine riesige Sache, aber das eigentliche Problem ist nicht, dass Frauen einen Mann wollen, der erfahren ist und sie keine Akzeptanz dafür haben. Das eigentliche Problem ist deine Einstellung, also dein Mindset. Du hast ein sehr, sehr schadhaftes Mindset, ja? Also dein Mindset steht hier auch in den Zeilen, ist, ne? Da es mit zunehmendem Alter immer komischer wird, sexuell unerfahren zu sein und keine Frau dafür Akzeptanz hat. Woher weißt du das? Wie kommst du auf diese Schlussfolgerung? Also nein, jetzt ehrlich, wie kommst du darauf? Das ist halt, hinterfrag mal diesen Glaubenssatz. Offensichtlich ist es schon mal falsch zu sagen, keine Frau hat dafür Akzeptanz, denn irgendeine Frau hat sicherlich dafür Akzeptanz und damit ist diese Aussage falsch, aber ich kann dir sagen, so ist es nicht. Das überstrapazierst du in deinem Kopf jetzt sehr extrem, also du machst die Sache so viel größer, als sie eigentlich ist und das macht die eigentlichen Probleme. Deswegen traust du dich nicht zum Beispiel was zu machen. Ich werde gleich dazu kommen, was ich dir empfehle. Ich will dir nur einmal spiegeln, wie ich das sehe. Also es ist wirklich so, und das ist bei ganz vielen Männern, die noch Jungfrau sind, die machen ein viel zu großes Ding draus. Die Frauen, es ist gar nicht so ein wildes Ding für die Frauen. Das wäre gar nicht so schlimm für die Frauen. Wünscht sich eine Frau einen etwas erfahreneren Mann? Naja, natürlich. Aber wenn die Frau dich mag und du magst die Frau und ihr habt eine coole Connection zueinander, dann ist das wirklich so eine Sache. Das stört die meisten Frauen nur so am Rande. Man kann das ja zusammen einfach entwickeln, man kann das zusammen lernen. Das wird keine Frau stören, die dich mag. Das wird keine Frau stören, die dich mag. Das ist ganz wichtig, das musst du verstehen. Also es wird nicht so sein, dass eine Frau sagt, oh mein Gott, also jetzt, ich übertreibe jetzt, ja, aber eine Frau wird nicht sagen, oh mein Gott, das ist der Mann meines Lebens, aber er hatte noch niemals Sex. Das war's, ich trenne mich von ihm, ich kann das einfach nicht. Wird keine Frau machen. Okay, die Aussage war auch wieder falsch. Es gibt sicherlich Frauen, die das machen, aber das würde ich mal so in den kleinen 1 bis unter 1% Kategorien einordnen. Also da musst du dir wirklich überhaupt gar keinen Stress drum machen. Und auch das andere, ja, dass es immer komischer wird, je älter man wird und sexuell unerfahren ist, auch das ist wieder nur ein Glaubenssatz. Auch das muss nicht stimmen. Es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Und aktuell ist dein Umgang damit nicht so gut. Wenn es für dich kein großes Ding wäre, wenn du einfach sagen würdest, okay, kein Problem, ne, ich bin jetzt Jungfrau und so ist es halt und das auch vielleicht der Frau offen kommunizieren würdest, ich bin unerfahren und ich weiß nicht, wie ich das mache und ich habe da ein bisschen Angst vor, dann ist das vollkommen in Ordnung, denn das zu kommunizieren, das offen und ehrlich zu kommunizieren, das braucht eben viel Mut. Ne? Also es braucht eben viel Mut. Und daran kann die Frau dann deinen Mut erkennen. Also du hast einfach Angst, dass wenn du das offenbarst, es so aussieht, als wärst du unerfahren. Aber wenn du mutig genug bist, dass dann in den Momenten, wo es dann in diese Richtung geht, auch offen zu kommunizieren, hast du vielleicht Angst, dass du vielleicht unerfahren bist, dann ist es eine sehr mutige Sache, die nicht schlecht bei Frauen ankommen wird. Es geht aber auch gar nicht darum, wie das bei Frauen ankommt, sondern es geht darum, dass du immer von dem Standpunkt aus arbeiten musst, an dem du gerade bist. Und du bist nun mal gerade Jungfrau und mit 20 ist das wirklich kein großes Ding. Auch mit 30 ist es kein großes Ding. Mach nicht so ein großes Ding draus. Das ist das Hauptproblem an dieser Sache. Ne? Es wird keine Frau stören, mit der du eine Connection hast. Absolut nicht. Natürlich, es könnte einer Frau als Ausrede dienen, wenn sie dich sowieso nicht leiden kann. Nur, warum sollte sie denn überhaupt mit dir an diesem Punkt sein, dass sie vielleicht mit dir schläft? Es macht keinen Sinn. Keine Frau, wo eine Connection da ist und wo ihr zu diesem Punkt kommt, dass ihr miteinander schlafen würdet, wird ein Problem damit haben, wenn du unerfahren bist. Also, wie gesagt, keine Frau ist die falsche Aussage, aber ich garantiere dir, dass es kein Problem sein wird. Mich stört es extrem, dass ich noch Jungfrau bin. Ja, und da ist das Problem. Und ich will unbedingt etwas an meiner Situation ändern. Okay, das ist an sich nicht schlecht, kann aber auch dafür sorgen, dass du dann viel zu sehr auf diese Sexuelle drängst und dann unglaublich bedürftig wirkst, was das Sexuelle angeht. Das ist auch wieder nicht so entspannt. Also leg deinen Fokus nicht so sehr auf diesen sexuellen Teil. Du schreibst, ich will, sobald die Corona-Krise vorbei ist, aktiv anfangen, am Lebensbereich Frauen zu arbeiten. Sehr schön, mach das auf jeden Fall. Ich will als erstes ins Bordell gehen und mit einer Prostituierten mein erstes Mal haben, um die Angst zu verlieren, Frauen näher zu kommen und etwas sexuelle Erfahrung zu sammeln. Da sage ich jetzt gleich was zu. Genau, also fokussiere dich darauf, Spaß mit den Frauen zu haben. Fokussiere dich darauf, besser im Kommunizieren zu werden. Fokussiere dich darauf, mutiger zu werden, indem du Frauen ansprichst. Aber leg diesen extremen Fokus nicht auf, boah, jetzt muss ich unbedingt was Sexuelles draus machen. Die sexuellen Sachen werden schon kommen, das mit dem Küssen wird schon kommen, das mit dem Sex wird schon kommen. Entspann dich da einfach ein bisschen, wirklich. Also leg da nicht diesen extremen Fokus drauf. Es ist toll, dass du Frauen kennenlernst, das solltest du machen, weil ansonsten passiert ja auch nichts. Aber der Fokus sollte nicht stark auf den Sexuellen liegen, sondern auf dem Frauen kennenlernen, auf dem deine Persönlichkeit entwickeln, dich als Mann entwickeln, mutiger werden, kommunikativer werden. Das sollte der Fokus sein. Und das Sexuelle, das ist einfach nur das Nebenprodukt, was dann auch dabei nebenher kommt. Und das wird kommen. Und wenn du dann ganz offen und entspannt mit deiner Unerfahrenheit umgehst, dann ist es überhaupt kein Problem. Und auch wenn du offen und ängstlich mit deiner Unerfahrenheit umgehst, dann ist es auch kein Problem. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber du musst dieses Mindset ablegen, dass es absolut tödlich ist und dass keine Frau mit dir reden wird,
oder will, wenn sie das herausfindet und du bist erledigt und wenn das noch 2 Jahre dauert, bist du noch mehr erledigt und irgendwann gibt es kein Zurück mehr. Teufelskreis, das ist nur ein Teufelskreis, wenn du mental einen Teufelskreis draus machst. So, jetzt die Nummer mit dem Bordell. Also, ich weiß, dass viele Coaches das empfehlen und ich habe das, glaube ich, auch schon mal jemandem empfohlen. Ich denke mittlerweile anders über diese Sache. Ich hatte letztens erst einen Coaching-Teilnehmer, auch einen älteren 30-Jährigen, der noch Jungfrau ist, der auch ins Bordell gegangen ist, um seine ersten Erfahrungen zu machen, der sehr, sehr unzufrieden war, weil das überhaupt nicht cool war, nicht schön war und nicht das Richtige für ihn. Und ich würde es dir nicht empfehlen, bin ich ganz ehrlich, weil es ist einfach nicht das Gleiche. Es hat mit dem echten Sexuellen nichts zu tun und ich glaube nicht, dass es dir deine Angst nehmen wird. Es wird dich einfach nur in eine absolut falsche Richtung konditionieren. Und nein, ich würde es nicht machen. Also mach es einfach nicht, sondern hab einfach die Geduld, sei entspannt. Ich würde es nicht machen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das empfehlen und am Ende des Tages musst du die Entscheidung treffen. Ich würde es nicht machen. Ich würde nicht ins Bordell gehen, sondern ich würde an dieser Angst, an dieser Einstellung zu dem Thema arbeiten. Das, glaube ich, ist für dich der bessere Weg. Und wie gesagt, du bist 20, das ist wirklich, wirklich noch nicht alt, das ist relativ jung. Und dann mit 20 oder 21 oder 22 seine Jungfräulichkeit zu verlieren, ist überhaupt gar kein Ding. Mit 30, überhaupt gar kein Ding. Es gibt keinen Stress, okay? Also du wirst nicht ein krasserer Mann, du bist nicht ein wertvollerer und besserer Mann, weil du ganz viel Sex hast. Ja, Sex ist kein Statussymbol, Sex ist einfach nur Sex. So, es ist kein Big Deal. Na, also es wird dich als Mann nicht irgendwie voranbringen oder weiterbringen. Und es ist auch kein Qualitätsmerkmal eines unglaublich tollen Mannes, dass er viel Sex hat. Das mal dahingesagt, ja. Das heißt nicht, dass du nicht viel Sex haben kannst. Wenn du es möchtest, mach das gerne. Aber okay, es ist nicht so wichtig. Das versuche ich dir jetzt zu sagen. Genau, mit Bordell, da habe ich gerade was zu gesagt. Danach will ich anfangen, regelmäßig Frauen anzusprechen. Super, und aktiv versuchen, Sex mit einer Frau zu haben, welche ich nicht dafür bezahle. Ja, genau, aber wie gesagt, nicht den Fokus so schnell stark auf Sexuelle legen. Das, alles, was ich hier sage, gilt für alle Leute da draußen, für die das jetzt zutrifft. Ne? Das ist kein Tipp, den ich speziell dir gebe, Peter, sondern einfach Tipps, die ich allen Leuten gebe, die in dieser Situation sind. Das zählt für euch alle, gilt für euch alle. Wie würdest du vorgehen, beziehungsweise was würdest du mir empfehlen? Na, da haben wir gerade drüber gesprochen. Deine Videos sind bereits eine große Hilfe. Ich würde mich sehr über deine Einschätzung meiner Situation freuen. Ja, genau, das sehr gerne an dieser Stelle. Also ich fasse es nochmal für dich zusammen, weil ich es ja jetzt im Verlauf des Videos schon ein bisschen gesagt habe. A, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist nicht so eine große Sache, wie du denkst. Die Frauen wird es nicht stören, wenn sie dich generell mögen. Und wenn sie dich mögen, dann werden sie mit dir in eine sexuelle Richtung gehen. Und wenn sie dich nicht mögen, dann ja sowieso nicht. Und dann ist es sowieso egal. Das heißt, es ist nicht das große Ding. Es ist nicht schlimm. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht schlimm und es muss nicht sofort passieren. B, ich würde dir abraten, davon ins Bordell zu gehen, würde allen davon abraten, sondern lernt einfach mehr Entspanntheit um dieses Thema herum. Nicht ins Bordell gehen. Das wird schon passieren und es ist kein Wettrennen. Es gibt nicht jemanden, den ihr besiegen müsst. Es gibt nicht so, ihr seid nicht cooler, nur weil ihr nicht mehr Jungfrau seid oder so ein Quatsch. Das ist alles Quatsch. Also wirklich, es ist einfach nur dieses gedankliche Riesending, Sex. Und das ist übrigens auch das, was, ich sag mal, Unerfahrene von erfahrenen Leuten unterscheidet. Also Männer, die erfahrener sind im Bereich Frauen, für die ist Sex, also irgendwann ist Sex auch kein großes Ding mehr, weil es von vornherein kein großes Ding war. Und wenn du jetzt extrem immer die ganze Zeit auf Sex fokussierst, dann ja, dann wird dir das bei den Frauen tatsächlich auch mehr schaden. Na, wenn du aber so an das Thema rangehst im Sinne von, hey, ich habe jetzt eine coole Zeit mit der Frau, ich genieße jetzt die Zeit mit der Frau, ob es jetzt Sex gibt oder nicht, ist mir auch relativ. Natürlich gehst du in diese Richtung, aber es ist nicht so wichtig für dich, dann wirst du den meisten Erfolg mit Frauen haben. Aber wenn du auf jedem Date, auf dem du bist so, jetzt muss ich unbedingt zum Sex pressuren, dann wird dir das, als wird deinem Erfolg einfach schaden. Du solltest nicht den Fokus auf Sex legen, du solltest den Fokus darauf legen, eine geile Zeit mit den Frauen zu haben, dass sie eine geile Zeit mit dir haben, dass du eine geile Zeit mit denen hast. Und natürlich kann das auch Sex beinhalten und tut es in den meisten Fällen dann auch. Aber darum geht es nicht, das sollte nicht der Kern sein. Und da solltest du dich wirklich nicht drauf fokussieren, denn wie gesagt, das schadet dir nur. Das ist auch der vollkommen falsche Fokus. Und dieser falsche Fokus sorgt dafür, dass ganz, ganz viele Männer, die noch Jungfrau sind, mit diesem Thema Probleme haben, obwohl es gar kein großes Thema sein müsste. Also wirklich nicht. Die meisten Frauen wird es nicht stören, wenn sie dich mögen, wenn sie gut mit dir klarkommen. Darauf solltest du dich fokussieren. Du solltest dich darauf fokussieren, dich als Mann zu entwickeln und eine coole Zeit mit den Frauen zu haben. Und dann wird das Sexuelle gar kein Problem sein. Nicht den Fokus pur auf das Sexuelle legen. Ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen und ich hoffe, das konnte allen Leuten da draußen weiterhelfen, die mit diesem Thema Probleme haben. Wie gesagt, wenn du deine Frage hier im Video haben willst, wenn ich deine Frage beantworten will, soll, dann schreib mir an die E-Mail-Adresse, die hier unten im ersten Link in der Beschreibung drin ist. Nicht im ersten Link, sondern die steht in der Beschreibung. Und dann werde ich schauen, ob deine Frage hier in den Podcast passt, in den YouTube-Video passt. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur.
werde gucken, ob das ins YouTube-Video passt und wir das hier aufnehmen. Und genau, ich hoffe, das hat dir so weitergeholfen, Peter, und allen da draußen, die mit dem gleichen Thema strugglen, zu tun haben. Und das war's von heute. Hier oben abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht hast. Auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Und hier unten kommst du zu einem weiteren Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du da warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.